So, nun zu ihm. Er war bis vor kurzem in den USA. Er fliegt jetzt auch wieder hin. Er wird nämlich live aus Washington von den Präsidentschaftswahlen berichten. Aber zum Glück hat er Zeit für einen kleinen Zwischenstopp hier bei uns, um uns Rede und Antwort zu stehen. Ingo Zamperoni. Riesen-Fangemeinde hier, Ingo. Ja, vielen Dank. So, die wichtigste Frage zuerst. Wie werden denn die Wahlen ausgehen im November? Das ist genauso eine große Frage wie nach dem deutschen Schienennetz. Ich hab noch nie eine Wahl erlebt, die so knapp war bis zuletzt. Also ich habe jetzt schon ein paar auf dem Buckel sozusagen und sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist unglaublich eng. Gerade in diesen bedeutenden Swing States, auf die es ankommt, geht es mal einen Prozentpunkt hoch, wieder runter, alles im Bereich der Fehlertoleranz. Also es ist wirklich schwer zu sagen und ich glaube, es wird dann eben darauf ankommen, wer am meisten Turnout, wie die Amerikaner es nennen, also wer die meisten Menschen bewegen kann, dann wirklich auch die Stimme auch abzugeben und nicht einfach nur zu sagen in Umfragen, ja, ich würde den oder den wählen. Und weil es so knapp wird, was glaubst du, wann das Ergebnis überhaupt feststeht? Ja, ich glaube, wir dürfen das jetzt nicht so vorstellen wie bei uns. 18 Uhr ist die Prognose schon ziemlich belastbar, dann kommt die erste Hochrechnung und in die Richtung wird es dann schon gehen. Das wird zum einen durch die unterschiedlichen Zeiten, wird es den Abend lang dauern, aber es kann gut sein, wir haben es vor 4 Jahren erlebt, dass es noch Tage, vielleicht 1, 2, 3 Wochen oder noch länger dauern kann, bis es wirklich ein Endergebnis sozusagen gibt. Und vor allem, selbst wenn es ein gewisses Ergebnis gibt, sind schon auch von beiden Seiten so viele Anwälte in Stellung gebracht worden, die dann eventuell, sollte es irgendwelchen Verdacht geben, den man aufgreifen kann, das vielleicht verzögern könnten. Also ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube nicht, dass wir morgens am Mittwoch hier deutscher Zeit aufwachen werden unbedingt und sagen und wissen, ah, der oder die wird Präsident. Mhm. Du wirst ja nun live vor Ort sein, da mit den Tagesthemen. Worauf freust du dich am meisten, wenn sowas bevorsteht? Ach, zum einen ist es immer großartig, wenn wir mit den Tagesthemen raus können. Wir waren ja gerade, Jesse Welmer war in Tel Aviv zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel. Oder wir haben eine Sendung aus Kiew gemacht mit Karin Mioska. Also das ist immer was Besonderes, auch für uns, für die Redaktion, weil es aus diesem Alltag rausbricht. Aber wir machen das ja nicht nur aus Spaß und der Freude, sondern auch immer, wenn es im Anlass angemessen ist. Ich glaube, diese Wahl ist eine sehr, sehr wichtige, auch für den Rest der Welt im Prinzip, auch für uns hier in Europa. Deswegen war recht früh klar, dass wir da auch von dort berichten werden. Und ja, so ein bisschen hat es auch was, wenn Teile der Redaktion mit rausgehen, so ein bisschen auch was von einem Klassenausflug. Aber klar, es macht auch Spaß, nicht nur im Studio zu stehen. Du hast ja wieder eine spannende Doku gemacht, die am Tag vor den Wahlen im ersten laufen wird. 2015 am Montagabend, 4.11. Wird auch noch mehrmals eingeblendet. Wirklich nochmal Trump Amerika heißt sie. Ihr habt so früh angefangen zu drehen, also im März. Ja, es ist ja der dritte Teil sozusagen. Birgit Wernke, meine Co-Autorin und ich, wir haben vor 4 Jahren den ersten Film gemacht und dann sagte sie schon damals, ah, das ist doch Stoff für eine Trilogie. Und ich so, ja, ja, klar, lass mal gucken. Dann haben wir tatsächlich 2 Jahre später nachgelegt und als Anfang des Jahres klar war, es wird wieder Trump gegen Biden da noch. Haben wir gesagt, okay, da müssen wir nochmal nachgucken, diese Trilogie machen. Und dann dachten wir, fangen wir diesmal ein bisschen früher an, einfach um die Entwicklung nachzuvollziehen. Im März rund um den Super Tuesday in den Primaries, als die Auswahl noch stattfand. Und was dann passierte, war die ganzen Wendungen und Überraschungen, Attentat, Kandidatenwechsel, all das. Das war schon ein besonderes Wahlkampfjahr. Und dadurch konnten wir das aber, weil wir so früh angefangen hatten, mussten wir mal ein bisschen umschichten, aber konnten natürlich auch diese ganze Entwicklung dieses irren Wahlkampfs gut nachzeichnen. Ja, aber ihr musstet jetzt nicht ganz viel, was ihr schon gedreht hattet, durch diesen Wechsel zu Harris wegschmeißen. Doch, einiges schon. Das war dann einfach veraltet, buchstäblich. Und da mussten wir nochmal neu denken, haben den einen oder anderen Dreh nochmal gemacht, 1, 2 Interviews auch nochmal geführt. Aber es gibt bei ARD aktuell bei den Tagesthemen eine eiserne Losung und die lautet, Aktualität schlägt Planung. Bis zuletzt, bis zum Wetter, also werfen wir eine Sendung auch noch um. In der Live-Sendung und deswegen bin ich eine gewisse Elastizität auch gewohnt und die Aktualität hat sich mal wieder verändert. Da mussten wir dann die Planung ein bisschen anpassen, aber das gehört zum einen dazu und das hat auch Spaß gemacht. Ja, wir gucken sofort rein, nur dieser Titel, wirklich nochmal Trump-Amerika, das hört sich fast so ein bisschen so an, als ob du damit rechnen würdest. Du hättest ja auch nennen können, endlich eine Präsidentin Amerika oder sowas, ne? Ja, es ist halt die Frage, es ist auch eine wertfreie, da ist keine Betonung, in welche Richtung. Ne? Also man kann es ja so oder so sehen, wirklich nochmal Trump oder wirklich nochmal Trump. Ich glaube, es war die Frage,
der war ja eigentlich weg vom Fenster. Gerade auch nach dem 6. Januar und alles, was passiert ist. Und auch nach den Midterms 2022, als viele Trump-unterstützte Kandidaten verloren haben. Da dachten wir, okay, das war's. Und dann ist er in relativ kurzer Zeit, hat er sich wieder so auch diese Partei zu seiner eigenen gemacht. Und dann nach diesem überlebten Attentat sowieso hat er fast schon so einen Heilandstatus da bekommen. Und das ist eine faszinierende Entwicklung. Und deswegen war das die Frage wirklich nochmal Trump. Und als wir angefangen haben, da war das der Arbeitstitel noch, aber da wussten wir nicht, dass es dann eine Kandidatin werden würde bei den Demokraten. Und dann sind wir aber trotzdem bei dem Titel geblieben. Ja. Weil die Frage nach wie vor viele bewegt und im Raum steht. Ja klar, ist ja auch die Frage der Fragen. So, wir verschaffen uns mal einen kleinen Eindruck von dieser tollen Doku. Was würde es bedeuten, wenn Trump wieder Präsident wird? Es wäre das Ende der Demokratie in den USA. Ist Trump unschuldig? Er ist doch verurteilt worden. Er ist zu 100% unschuldig. Dieses Land sehnt sich auf jeden Fall nach einer Geradlinigkeit, nach einer klaren Positionierung. Die wollen wissen, warum ich so auf dich stehe. Er will, dass Amerika wieder ein Gewinner wird. Trump hat viel verändert. Ja, kann man sagen. Das muss man kurz, vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist Kid Rock, ist also in Amerika sehr bekannter Musiker, einer der wenigen Künstler, die sich auf Trumps Seite stellen. Und der hat den Trump angerufen während eures Interviews. Ja, ich habe ihn quasi gefragt, wie eng seid ihr, weil er auftritt mit ihm und sich da auch zeigt bei Veranstaltungen, hat bei der Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee ist er aufgetreten. Und dann habe ich gesagt, wie eng seid ihr? Und er sagte, ja, wir sind gute Freunde. Und wie oft redet ihr? Ja, einmal die Woche. Und dann habe ich halt gefragt, wenn du ihn jetzt anrufst, geht er dran? Mal probieren. Und dann hat er gewählt und nach zweimal Klingeln war dann, hey Bob, war dann Donald Trump dran. Also das war wirklich ein skurriler Moment. Und Bob ist der bürgerliche Vorname von Kid Rock. Und der hat dann nur kurz gesagt, behandelt ihn gut, Bob ist einer von den Guten. Und das war schon schräg. Und es steht dann auf dem Display, stand da nicht Donald Trump, sondern POTUS. Das ist die Abkürzung für President of the United States. Aber interessant, wirklich also schon interessant, also ein spannender Moment. Ja, das war ein absolutes, auch Reporterglück. Er hätte ja auch Klo sein können oder wo auch immer. Also. Oder bei einer Wahlkampfveranstaltung. Also. Welche Gespräche, du hast ja echt viele Gespräche geführt, welche sind dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben? Natürlich das mit der Familie auch wieder, aber das mit Kid Rock war ein skurriler Moment, aber wir haben diesmal auch ein paar neue Bekannte, sag ich mal, drin, zum Beispiel entfernte Bekannte aus der Schulzeit meiner Frau in Green Bay in Wisconsin, evangelikale Christen, sehr, sehr bibeltreue Baptisten, und das Gespräch war so ein bisschen in Erinnerung geblieben, einfach weil wir wollten eigentlich über das Thema Abtreibung sprechen, aber dann hat dann die Frau von dem Bekannten meiner Frau dann gesagt, naja, aber als Christ in der Bibel steht, dass Männer nicht, also dass Frauen nicht Präsidenten sein sollten oder führen sollten. Und das war so, da sehen wir das Paar. Das war so. Und ich glaube, das steht aber für eine Haltung, die viele dann haben, weil es eben sehr bibeltreu ausgelegt wird. Und da waren viele Momente in dieser Drehreise, die so kurze Aha-Momente hatten. Aber das war einer. Wo steht denn das in der Bibel, dass Frauen keine... Es sind, die Argumentation war, es sind so viele, die ganzen Patriarchen, Moses, Abraham, alles Männer. Wenn man die Bibel wörtlich... Ja, aber es steht nicht direkt drin, dass Frauen keine... Ich sag jetzt mal Führungspositionen. Nee, aber da steht so, Christine, steht, ich bin auch einer ganz strengen christlichen Gemeinde aufgewachsen. Da steht zum Beispiel der Satz, wenn man das wörtlich nimmt, das Weib sei dem Mann untertan, sowas. Und sowas wird dann wörtlich genommen und aufs ganze Leben projiziert. Von diesen ganz strengen. Ja, aber wenn Mann Gott ist, also der Mann, Gott ist der Mann und die Frau ist untertan, kann sie ja die Präsidentin sein, weil Gott ist ja drüber. Das ist eine interessante Auslegung. Das hätte ich mal dagegen halten müssen. Genau. Beim nächsten Mal. Was ja immer so spannend ist bei deiner Familie, das ist ja auch immer sehr persönlich, deine Dokus, dein Schwiegervater ist ja Trump-Wähler und die Schwiegermutter, also die beiden sind ja getrennt, Schwiegermutter ist Demokratin. War das eigentlich der Trennungsgrund, diese politischen Differenzen? Vielleicht, ja, haben wir darüber geredet. Ich glaube, mittlerweile, wo das so polarisiert ist und auch alles so politisch ist in diesem Land, fällt es schwer zu glauben, dass überzeugter Demokrat und überzeugte Demokratin oder Republikanerin wirklich eine harmonische Ehe führen können, es sei denn, sie blenden Politik komplett aus und sagen, okay, das Thema ist einfach, da reden wir nicht drüber. Ich glaube, ja, wobei mein Schwiegervater, sage ich auch immer, er ist Republikaner, er ist kein Trump-Fan. Er hätte sich auch lieber Nikki Haley gewünscht oder Ron DeSantis, aber er sagt dann, ja gut, in diesem System, wenn der sich durchgesetzt hat bei den Vorwahlen und wenn das der Kandidat auf dem Ticket ist, die Demokraten will ich nicht wählen, dann
dann muss ich halt mein Kreuz da machen, halt mir die Nase zu, aber wähle nochmal Trump zum dritten Mal. Also interessant sind ja aber diese Auseinandersetzungen auch zwischen deiner Frau und ihrem Vater am Küchentisch. Und da gucken wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an. In the past, Ingo hat mich immer gefragt, warum ich Trump wähle. Ich wähle die Partei. Und das machst du jetzt wieder? Ja. Das geht so nicht. Du kannst mir doch nicht sagen. Nein. Das ist so eine einfache Ausrede. Das ist Trumps Partei. Wenn du die wählst, wählst du Trump. Punkt. Die Republikaner und Trump sind eins. Oh, meine Frau weiß genau, wenn ich mit dir telefoniere, der Ton dann. There's shouting that's going on. Oh ja, mein Mann weiß genau, wenn ich dir schreibe. Ich laufe rot an und mache so. Aber immerhin kommunizieren sie halt noch miteinander, ne? Und sagen, das ist es uns nicht wert, darüber jetzt zu brechen. Aber es gibt viele Familien, auch im weiteren Bekanntenkreis, wo dann tatsächlich Funkstille ist. Und das natürlich auch tragisch. Kannst du denn dann im Laufe dieser Gespräche, hast du Verständnis dafür, dass Menschen eben sagen, wir wählen trotz Trump die Republikaner? Das Ziel dieses Films und auch der anderen ist immer, dass die Menschen auch hier in Deutschland verstehen, welche Beweggründe Menschen haben. Und es gibt ja Millionen, das ist ja nicht umsonst so knapp, die Trump wählen. Und es wird auch diesmal, glaube ich, nicht eine Wahl für Trump oder für Harris sein, sondern gegen Trump oder gegen Harris. Und das ist viel größerer Motivationspunkt als jetzt, den finde ich toll oder die andere finde ich toll. Und dieses Verstehen müssen ist wichtig. Und da muss man eigentlich kein Verständnis für haben, wie dieser Punkt dieser bibeltreuen Christin, da muss ich kein Verständnis für haben. Aber ich muss es verstehen, weil das eine Motivation für Millionen andere Menschen in dem Land auch ist. Und das ist immer der Punkt. Und gerade in der Auseinandersetzung, das ist auch über die Jahre immer so eine Art Sport auch gewesen zwischen meiner Frau und ihrem Vater, wo die sich so ein bisschen kabbeln und so. Aber es ist oft so, dass er mich dann ein bisschen hilfesuchend anguckt und sagt, komm, ne, hilf mir doch mal aus. Ja, du verstehst mich doch. Und ich bin dann immer so ein bisschen außen vor, sag hier, that's between you, das ist zwischen euch. Also auf jeden Fall irgendwie auch sehr amüsant, da dabei zu sein. Hast du das Gefühl, wenn du vergleichst, wie die Stimmung vor 2 Jahren noch war, dass die Fronten verhärteter sind? Ich habe irgendwie das Gefühl, zementierter, weil irgendwie alles, wirklich jeder Aspekt des Alltags ist plötzlich so politisch aufgeladen. Und in dem Moment, wo man das so auch vielleicht durch den bestimmte Mediennutzung, die man hat und Social Media auch, da so in so eine Ecke gedrängt wird, dass die andere Seite nicht einfach nur eine andere politische Sichtweise ist, sondern fast schon ein Feindbild und es für auch gerade weiße Wählerinnen und Wähler so ein Kulturkampf wird in einem Land, das sich noch mehr multikultureller verändert, wo in vielen südlichen Bundesstaaten des Landes Spanisch die Hauptsprache ist und solche Dinge. Da habe ich das Gefühl, dass es verkanteter ist. Jetzt hat das Land über die jetzt wird in 2 Jahren 250 Jahre alt. Also da gibt es schon unzählige Krisen, ein Bürgerkrieg und all das. Und all das hat es überlebt. Aber zurzeit ist es an einem Punkt, wo ich schwer die Brücke sehe, wie man da zusammenkommt. Gleichzeitig habe ich das auch erlebt, haben wir bei den Dreharbeiten auch gesehen, viele haben echt die Nase voll und sagen, also das kann so irgendwie nicht weitergehen und lasst mich damit in Ruhe und das interessiert. Was kann denn der Kulturkampf zu einem Bürgerkrieg führen, egal wer gewinnt? Also ich warne davor, jetzt da irgendwelche Horrorszenarien an die Wand zu malen. Man darf auch nicht vergessen, auch ein Trump, sollte er gewählt werden, hat als Präsident in diesem System der Checks and Balances gewisse Banden und auch einen Kongress, mit dem er zurechtkommen muss, sollte er demokratisch ausfallen. Aber das ist in einem so hochgerüsteten Land wie den USA, wenn es dann Zweifel gibt, die ja schon gesät sind, diese Risse sind ja schon vorhanden und es heißt, diese Wahl ist doch gestohlen und geschoben und beim letzten Mal ist es schon schiefgelaufen, aber jetzt müssen wir es in die Hand nehmen. Und wenn dann irgendwelche Milizen, wir haben ja gesehen, welches Potenzial am 6. Januar da entfesselt worden ist, 2021, wenn die das irgendwie mit ihren Waffen dann sagen, jetzt müssen wir selber, dass da Unruhen geben kann und dass dann vielleicht Gewalt ausbricht und Menschen zu Schaden kommen können, vielleicht sogar auch Verletzte und Tote, das will ich nicht ausschließen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man sagen sollte, oh Gott, da wird das Land in Flammen aufgehen. Was ja beim amerikanischen Wahlkampf immer auffällt, das kennen wir hier nicht so, dass was die sich alles einfallen lassen an Selbstinszenierung. Also Trump war bei McDonald's groß öffentlich essen. Dann hat Kamala Harris hat ja Barack Obama und Eminem sogar aufgefahren bei einer Wahlveranstaltung. Bruce Springsteen kommen jetzt noch. Was ist noch alles zu erwarten an Überraschungen, was sie noch aus dem Hut zaubern werden?
Ja, also das ist, darf man nicht unterschätzen. Der Aspekt der Show gehört in der amerikanischen Politik sehr dazu. Und Donald Trump, das muss man ihm auch wirklich lassen, ist ein Entertainer auch. Also der hat schon so ein gewisses Show-Element. Und wenn dann plötzlich eben die Rede nicht weitergehen kann, dann fängt er an zu tanzen zu irgendwelcher Musik, die er dem DJ aufgibt. Also es ist für uns manchmal ein bisschen bizarr. Und ich sage immer, so ein Kandidat wie Trump mit dieser Art würde hier wohl nicht ankommen, weil wir immer so ein bisschen peinlich berührt sind, wenn unsere Politiker anfangen zu tanzen oder in irgendwelche Sachen, oder in irgendwelche Sachen reinbeißen, also Hotdogs, Würste oder was auch immer. Aber in den USA ist das wichtig und umgekehrt, vielleicht wollen wir es einfach nüchterner. Ich sage dann auch immer, diese besondere Art, die unsere Regierungschefs in den letzten Jahren hatten, Olaf Scholz, Angela Merkel, die würde da, glaube ich, nicht so funktionieren in der US, beim US-Wahlkampf. Der immer, dann kommen die Balance runter und dann... Na, wenn sie tanzt, wenn Frau Merkel... Ja. Wer ja. weiß. Und das hat gar nichts jetzt mit ihrer politischen oder den Kanzlern, die wir hatten, den politischen Fähigkeiten zu tun, sondern eben mit diesem Element. Und deswegen gehört das eben auch dazu. Und wer weiß, jetzt dieser Schlussspurt ist nochmal wichtig. Es kommt wirklich auf jede Stimme an. Und ja, es wird noch, es gibt immer diese Oktober-Surprise noch, dass da irgendwas Spannendes passieren könnte. Aber es waren schon so viele Surprises und Überraschungen bei diesem Wahlkampf dabei. Ich weiß gar nicht, was da sonst noch kommen sollte. Ja, wir werden das gespannt verfolgen. Natürlich erstmal am 4. deine Doku sehen und dich dann live bei der Wahlberichterstattung. Danke, dass du hier bist.